Hast recht. Oh, ich riech. Okay. Ja. Freunde, also erstmal hallo. Die Klausurenphase ist vorbei, das heißt, ihr dürft jetzt wieder mit mehr Content rechnen. Und ich höre schon, rufen sie die einen so, yay, und die anderen so, ach, Scheiße. Das heißt, hoffen wir mal, dass alles gut gelaufen ist. Und jetzt, ich verspreche, dass wieder mehr kommt. Und danke für eure Geduld. Es ist ja nicht normal, dass man, wenn man 2, 3 Monate gar nichts gefühlt macht, dass einem die Community so erhalten bleibt. Darum auch danke an euch. Ihr seid einfach geil, Freunde. Ihr seid geil. Und ja, dann wollen wir mal loslegen. Freunde, und damit willkommen. Wir sind mal wieder Outdoor unterwegs, wie man unschwer erkennen kann. Also Desi seht ihr gerade nicht, weil die ist hinter der Kamera. Und hat aber auch ein Glas in der Hand. Ich kann euch beruhigen. Geil. Das machen wir jetzt öfter. Wir sind hier, sind wir eigentlich schon auf der Drachenburg? Drachenfels? Egal. Auf jeden Fall hier. Und ich habe per Zufall habe ich einen Whisky dabei. Für die Bereitstellung von Styleheads. die Flasche. Danke fürs Zuschicken. Und das muss ich euch jetzt vorlesen, weil das habe ich mir nicht behalten. Es tut mir mega leid. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Das ist er. Ihr seht schon, was es ist. Es ist der Talis Kapali mit Wilder Seas Limited Edition in Support of Wild Sea Forest. Wir haben 48,6%, ganz entspannt. Und es ist, glaube ich, in Cognac-Fässern. Da genau, finished in XO Cognac Cask. Wir sind mal gespannt. Und das muss ich jetzt aber tatsächlich vorlesen. Also, 2020 wurde eine Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Party of the Oceans begonnen mit Talisker. Und die wollen 100 Millionen Quadratmeter natürlichen Meeresraum schützen und das wieder aufbauen. Und darum bringen sie den jetzt oder haben sie den jetzt rausgebracht. Und das ist die allererste 100% recycelte, saubere Energieglasflasche von der Brennerei. Wartet mal. Und der Schutz der Weltmeere soll damit weiter verfolgt werden. Mein Deutsch heute läuft auch wieder. Und irgendwas war noch, genau, pro verkaufter Flasche 3 Pfund geht an die Non-Profit-Organisation. Ja, also von daher Win-Win für alle, ne? Win-Win für uns, weil wir können hoffentlich einen leckeren Whisky genießen, und Win-Win für die Umweltschutzorganisation, was ja heutzutage auch immer wichtiger wird. Und Desi fängt schon an, da hinter der Kamera zu riechen, und ich würde sie jetzt mal gleich tun, und dann lassen wir uns mal überraschen. Also ihr merkt auf jeden Fall schon mal Rauch. Hier haben wir mal wieder vernünftigen Talisker-Rauch. Ihr wisst, beim letzten Zehner Talisker, der neue Zehner, da war ich ja hart enttäuscht. Hier bin ich zumindest von der Nase erstmal, was den Rauch betrifft, nicht enttäuscht. Boah, der ist aber mega fruchtig. Du kannst auch ruhig deine Notes mit reinballern, wenn du willst. Man hört dich ja da nur. Oder ich wiederhole, was du sagst. Ja, Zitrus bin ich voll dabei. Ich habe noch so Aprikose. Aber für diese 48, irgendwas Prozent, was hatte ich ja gesagt? Ich glaube 48,6, ne, Freunde? Ja. Merkt ihr gar nicht. Also brennt überhaupt nicht in der Nase. Ich habe da noch irgendwas Kardamom-mäßiges. So, weißt du, so in die Richtung. So Liebstöcke auch ein bisschen. Aber schöner Rauch. Also das ist wirklich mal wieder so ein Rauch, wo du dir denkst, so geil. Das ist auch mal wieder so ein typischer Talisker-Rauch, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich war ja, wie gesagt, vom letzten 9-10er, naja, so nicht so begeistert. Und hier, also ich glaube, würdet ihr mir den blind hinstellen, würde ich vermutlich auch tippen, dass es Talisker ist. Desi säuft schon. Und muss lachen. Aber wenn ihr ein bisschen tiefer reingeht, habt ihr auch so ein bisschen Süße dahinter in Richtung Datteln und Feige. Und ihr habt auch so diese kandierten Mandeln, die ich ja so geil finde auf Kirmes und so, habt ihr da auch so ein bisschen. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, Sláinte. Oh. Da ist immer wieder ein schöner Talisker. Oh, ist sehr lecker. Also, es geht direkt los mit pfeffriger Ingwerstärke, wird aber durch den Rauch so ein bisschen abgemildert. Den sie nicht schon so. Und dann kommen hier aber auch wieder diese süßeren Geschichten zum Einsatz. Also auch wieder so Datteln, Feigen, ein bisschen Brombeeren, ein bisschen schwarze Johannisbeeren habe ich auch. Also, es ist auch sehr fruchtig in dieser Kombination. Und so ein bisschen Sauerteigbrot. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt. Also, ne? Alles gut. Und jeder, der mal hier ist im Siebengebirge, wir können euch das hier nur empfehlen. Schöne Wanderwege, schöne Aussicht. Wenn es nicht regnet, weil wir sind schon einmal klatschnass geworden. Sieht man nicht, ich habe schwarz an. Aber ihr habt hier auch wieder irgendwas kandiert, irgendwie so kandierte Früchte, finde ich. Und so eine, Desi, wie heißen die, diese trockenen Datteln. Trockendatteln? Heißt das so? Egal, also sowas in die Richtung.
Also es ist etwas süßer, als man es vielleicht von Talisca gewohnt ist. Aber was ich hier wieder schön finde, ihr habt auf jeden Fall wieder den Pfeffer. Und was ich richtig toll finde, der Abgang bleibt richtig, richtig lang. Und endlich haben wir mal wieder dieses typische Chili-Catch von Talisca, was ich ja sehr mag. Es ist aber nicht zu übertrieben. Also ihr spuckt nicht gleich Feuer, im Gegenteil. Also Desi hat auch noch nicht ausgespuckt, das ist mal ein gutes Zeichen. Und auch hier merkt ihr den Alkoholgehalt gar nicht. Der ist richtig gut eingebunden. Also der ist schon gefährlich. Das ist so einer, den könnt ihr beim Barbecue gut wegsippeln. Oder auch vorm Kamin oder zu Hause. Der ist, oder jetzt gerade bei so einem Wetter, wo es jetzt ein bisschen abgekühlt ist. Das ist schon eine nice Geschichte, muss ich sagen. Plus, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, wenn ihr trinkt. Ha, was will man mehr? Doch, Freunde, der gefällt mir. Das ist mal wieder so ein schöner Talisca. Ich weiß leider nicht, wie der preislich ist. Das ist echt mal wieder ein Talisca. Ich würde ihn kaufen. Ich meine gelesen zu haben, dass er irgendwas zwischen 70 und 80 Euro kostet. Ja, ist natürlich wieder eine Hausnummer, ne? Aber es ist schon wieder ein schöner Talisca, muss ich sagen. Also da ist meine Enttäuschung von dem letzten wieder passé. Ich finde die gut. Wenn ihr Talisca, den Original, mögt, solltet ihr zumindest mal gucken, ob ihr ein Sample bekommt oder euch die Flasche direkt holt. Eure Entscheidung. Also für mich ist das wieder eine gelungene Geschichte. Darum beide Daumen nach oben. Desi, was hast du? Desi sagt auch Daumen nach oben. Und damit verabschieden wir uns. Ciao, ihr Lieben. Habe ich überhaupt die Kamera angemacht? Es läuft. Gut. Ja. Ich hätte schon was gesagt. Es kommt so in die Blobbers dann so. Oder ins Intro, mal sehen.